Das regionale Volleyball-Ausbildungszentrum startet hier in Zwettl im Waldviertel und die Sportmittelschule ist Partner der ersten Stunde. Und da schauen wir jetzt einmal rein, was die Trainer und Lehrer der Schule da so machen. Ja, RAZ ist in der ersten Linie eine Aufgabe, die von ÖNVV gekommen ist. Ich sehe das als eine sozusagen Mission im Waldviertel, den Lehrern zu helfen in unserer Region. Und die zweite Aufgabe ist, den Kindern zu helfen, das Training, ein extra Training auf einem hohen Niveau zu bekommen. Ich möchte das als eine Plattform sehen, die einfach jedem, der bereit ist, Volleyball in deiner Schule anzubieten, helfen soll, besser zu werden, genug Materialien zu bekommen. Das heißt, siehe praktisches Beispiel hier, Sportmittelschule Zwettl. Ich habe gestern erfahren, da sind rund 60 Burschen dabei. Das heißt, wie oft trainiert ihr die? Was macht ihr da alles genau? Wir haben tatsächlich wirklich 60 Burschen, die Volleyball spielen, regelmäßig. Dazu kommt das Gleiche eigentlich an Mädels. 120 Kinder, die Volleyball spielen, davon 30 Vereinsspieler. Das ist wirklich beeindruckend. Mittlerweile können aber schon wahrscheinlich alle Burschen und Wagen, auch die LAZ-Spieler. Das heißt, kurz in die Zukunft geschaut, ein langfristiges Ziel dieses RAZ-Projekts, was kann man da vermuten, ablesen? Ja, vor 8 Jahren bin ich nach hier ins Waldviertel gekommen. Ich habe eine Facebook-Seite gegründet und habe erste Hashtag gegründet und das hat geheißen Volleyviertel. Ein Wortspiel zwischen Volleyball und Waldviertel. Und das möchte ich einfach schaffen, dass im Waldviertel wirklich Volleyball gespielt wird. Und das ist nicht gemeint jetzt, wir sind eine Gefahr für Tennis, für Fußball oder sowas. Wir stellen einfach eine unbekannte Sportart im Waldviertel vor und wollen mit dem die Kinder und Lehrer begeistern. Das noch einmal ganz kurz in die Praxis, wenn jetzt eine Schule interessiert ist oder ein Verein interessiert ist, wie läuft es ab? Er kontaktiert die und wie schaut es dann weiter aus? Ja genau, also man braucht natürlich zum Volleyballspielen Bälle, Netz und verschiedene Sachen, Ballwagen, aber in der ersten Linie braucht man einen, der Interesse hat. Und wer sich vorstellen könnte, mit eigenen Schülern Schülerliga zu spielen oder eine Volleyballstunde anzubieten, ruft mich an, ich komme hin. Wir besprechen das Ganze, wir überlegen uns, wo Mankos sind oder vielleicht gibt es eh keine Mankos. Wir können gerne über die Technik, Grundtechnik reden, über Aufstellungen, egal über was. Okay. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke.